Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch eine Criss-Cross-Karte zeigen. Auch die habe ich im Internet gesehen. So schaut mein Muster aus und ich fand die so schön. Ich möchte euch die auch nochmal zeigen. Der einzige Unterschied ist, dass meine Karte hier hinten noch ein Versteck hat oder ein extra Fach für eine Gutscheinkarte. Das habe ich jetzt noch nicht versiegelt. Das könnt ihr dann machen, wenn ihr den Gutschein oder den Geldschein oder was auch immer da drin versteckt habt. Was ihr für die Karte braucht, sage ich euch. Und zwar braucht ihr einen Bogen Farbkarton. Ich habe hier jetzt Amethyst. Den brauchen wir im Ganzen. Den schneiden wir uns gleich zu. Dann braucht ihr für das Tag-In ein Stück Flüsterweiß in 13,5 x 8,5 und die Mattung dafür, die ist hier jetzt auch in Puderrosa, so wie die Karte an sich, die ist 14 x 9, allerdings schneiden wir uns die gleich aus diesem Stück zu, da zeige ich euch auch wie. Dann braucht ihr für den Brief hinten ein Stück in 12,6 x 12,6. Den bearbeiten wir gleich mit dem Envelope Punchboard. Und für außen auf der Karte braucht ihr ein Stück Designerpapier in 14 x 10. Ich habe hier jetzt Flüsterweiß genommen und im Ganzen sieht das dann so aus. Das habe ich mir vorher einfach schräg durchgeschnitten und dann so rum bestempelt, weil wir ja gleich die Teile so brauchen. Alle Maßangaben findet ihr wie immer auf meiner Homepage, die da lautet www.kreativepause-el.de. Wir fangen als erstes mit dem großen Stück an. Ach, im Übrigen, meinen Aufleger habe ich mit dem Framelits Stickmuster gemacht. Da habe ich mir das zweite und drittgrößte genommen, einmal in Flüsterweiß und bestempelt und einmal in Amethyst. Gestempelt habe ich mit dem Set Blumen bei Blumen und mit dem Set Schmetterlingsglück. Das Schmetterlingsglück geht mit in den neuen Katalog. Das Blumen bei Blumen verlässt uns leider. So, jetzt aber zum Farbkarton. Wir legen die lange Seite an und falzen bei 15 cm. Dann legen wir den Hochkant an und jetzt müssen wir schneiden und zwar bei 10,5. Das sind dann zwei Streifen in 29,7 x 10,5. Also wir teilen den DIN A4 Bogen jetzt einmal in der Mitte, so dass wir zwei gleiche Streifen haben. Den einen legen wir erst an die Seite. Und jetzt müssen wir darauf achten, dass wir hier die 15 cm Seite haben. Und da schneiden wir uns jetzt den Tag raus, die Mattung für den Tag-In. Und zwar schneiden wir uns da jetzt erst einmal 14 cm ab, so dass hier noch eine Klebelasche bleibt. Und dann kürzen wir uns den einfach auf 9 cm. Dann braucht ihr dafür kein extra neues Stück nehmen und das ist dann Verschnitt. Das brauchen wir dann gleich für den Tag, das legen wir an die Seite. Und jetzt haben wir das lange Stück noch und dieses und hier ist die Falz. Wir müssten hier jetzt 14,7 haben und das legen wir uns jetzt schräg in den Papierschneider. Und zwar schneiden wir jetzt, hier ist die Falz. Die legen wir in die Schneiderille und hier unten die Spitze. Das schneiden wir jetzt schräg ab. Achtet darauf, dass es gut mittig drin liegt. Somit ist das auch Verschnitt, aber da könnt ihr natürlich den Kreis dann noch mit ausstanzen oder was anderes. Das kann dann erst an die Seite. Kontrolliert bitte, dass ihr die richtige Seite kriegt. Es ist sehr ärgerlich, wenn man die falsche einschneidet. Also wir haben hier jetzt die 15 und wir legen uns die 14,7 cm Seite wieder schräg in den Papierschneider. Hier ist die Falz
und hier unten die Spitze rein und schräg abschneiden. Das kann dann auch zur Seite. Der Papierschneider dann jetzt auch. Und jetzt falzen wir das nach. Das könnt ihr auch vorher machen, so wie ihr das möchtet. So haben wir dann die eine Seite schon mal fertig. Hier müssen wir uns die Klebelasche noch nachfalzen. Und jetzt steht hier, von der Klebelasche steht jetzt etwas über. Dann nehmen wir uns jetzt einfach eine Schere und schneiden das ab. Und dann müssen wir das nochmal in die andere Richtung falzen. Und das kleben wir uns jetzt an die Grundkarte. Und zwar kommt das so hier dran. Und ich weiß nicht, ob die Kamera das einfängt. Wir haben jetzt bei diesem Stück hier, da sieht man diese Schneidekante. Und da gehe ich jetzt einfach mit dem Falzbein drüber her. Dann ist diese Kante auch wieder schön glatt. Und dann können wir das festkleben. Dazu nehme ich jetzt den Tombow. Ihr könnt natürlich, wenn ihr euch den Tag dann nicht rausschneiden möchtet, dann habt ihr hier jetzt nochmal die 15 cm. Aber ich fand das jetzt einfach zu viel. Zwei Schichten Farbkarton. Und da habe ich gedacht, dann könnte man auch gleich den Tag da rausschneiden. Dann hat man nicht ganz so viel Verschnitt. So, dann mache ich jetzt Tombow auf die Klebelasche. Und jetzt müssen wir darauf achten. Am besten ist, ihr legt euch das hin mit dem Kleber nach oben. Und jetzt müsst ihr das so zusammenbauen. Schön gerade. Darauf achten, dass das hier unten bündig ist. Und ihr dürft nicht über die Falzlinie kleben jetzt. Ja, mir ist es jetzt etwas verrutscht. So, und somit wäre dann die Grundkarte schon fertig. Wenn euch diese Lasche hier jetzt stört, könntet ihr hier noch ein Stück Designerpapier einkleben. Aber ich finde so, wenn die Karte geschlossen ist, sieht man das nicht. Das können wir dann an Papier sparen. So, das ist soweit fertig. Da kleben wir uns jetzt schon mal das Designerpapier auf. Also wie gesagt, wenn ihr das im Ganzen habt, halbiert ihr das einfach von Spitze zu Spitze. Das kleben wir jetzt vorne schon auf. Einmal und dann die andere Seite. Na, kommt nichts raus. Na, jetzt ist der Wurm drin. So, und dann verschließen wir die Karte. Und da mache ich jetzt einfach hier unten an den Spitzen jeweils ein ganz bisschen Tombow hin. Also einmal daran entlang. Wenn ihr da jetzt doppelseitiges Klebeband für nehmt, könnte es sein, dass ihr euch den Tag etwas anders zuschneiden müsst. Da müsst ihr dann mal schauen, wie das passt. Und darauf achten, dass das hier schön bündig aufliegt. Dann machen wir die andere Seite zu. Auch da gehe ich so gut wie möglich an den Rand und wirklich nur ein bisschen Tombow. Gut andrücken. Und so wäre die Grundkarte dann schon mal fertig.
Als nächstes kümmern wir uns dann um den Tag für innen. Das kann erst an die Seite. Das stelle ich mal hier hin. Und zwar nehmen wir da das Stück, was wir gerade vom Farbkarton abgeschnitten haben, und das Stück in Flüsterweiß. Da runde ich mir jetzt an allen vier Seiten die Ecken ab. Und bei dem Weißen auch. Ich will hoffen, dass es nicht allzu doll wackelt. So, einmal abgerundet. Und an dem Weißen möchte ich ganz gerne das Muster noch drin haben. Das haben wir ja hier alles in einer Stanze. So, das mache ich jetzt nur an einer Seite. Da könnt ihr schauen, wie ihr das mögt. Und dann nehme ich mir etwas von den Resten. Entschuldigung, meine Stimme. Und da stanze ich mir jetzt mit der 1,5 Zoll Kreisstanze zwei Kreise aus. Wenn ihr das noch bestempeln möchtet, macht das bitte vorher. Und das kleben wir uns dann jetzt auf die Mattung. Und die beiden Kreise setzen wir uns jetzt links etwas weiter hin. Dann nehme ich mir jetzt den ersten, mache mir da Tombow drauf. Dann nehme ich mir den mit der Flasche auf. Das geht nämlich am besten. Drück den hier kurz an. Dann drehe ich das Ganze um und setze mir von der Rückseite, da ist er abgehauen, den zweiten drauf. Da könnt ihr natürlich auch Band für nehmen. Ich drücke das kurz an, dass der Tombow anziehen kann. Und somit wäre der dann auch schon fertig. Den Briefumschlag machen wir jetzt aus dem Designerpapier Gartenglück. Dann nehmen wir uns das Envelope Punchboard. Und zwar habt ihr hier oben bei dem Envelope Punchboard habt ihr die Inch-Angaben und hier unten sind die Zentimeter-Angaben eingraviert. Dann nehmen wir jetzt, habe ich mir gerade zugedeckt, 5,2. Bei 5,2 müssen wir das jetzt anlegen, stanzen, falzen. Und jetzt haben wir hier die Falz, hier. Und die legen wir jetzt an diese Nase an. Und wieder stanzen und falzen. Hier ist die Falz. Die legen wir wieder an die Nase, stanzen, falzen und ein letztes Mal. Hier haben wir die Falz, stanzen und falzen. Ach, im Übrigen ist das 12,6 x 12,6. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, aber die Maßangaben findet ihr ja auch alle auf meiner Homepage. So, dann runde ich mir mit der anderen Seite die vier Ecken ab. Im Übrigen verlässt uns das Board auch, also wenn ihr das noch haben möchtet, solltet ihr das bald bestellen. So, das kann an die Seite. Das falzen wir jetzt einfach nach. Und dann verkleben wir den Umschlag. Da klappe ich mir jetzt einfach, nicht kleben, klappen, die beiden klein nach innen. Ich habe das jetzt so bemessen, dass da eine Gutscheinkarte reinpasst. Die meisten Gutscheinkarten sind ja in dem Format, wie ich die in der Musterkarte die Karte drin habe. So, und den klappen wir einfach um. Und dann kleben wir den auf die Rückseite
von dem Tech. Und so habt ihr dann auch noch ein kleines Fach, ob ihr da jetzt einen Gutschein reinpackt oder vielleicht noch eine kleine Botschaft, wenn der Platz hier vorne nicht ausreicht. Somit ist das auch fertig. Und dann nehmen wir uns jetzt nochmal die Grundkarte und ein kleines Stück doppelseitiges Klebeband. Das braucht nicht viel sein, das ist gleich nur zur Verzierung, zum Fixieren vom Geschenkband. Und das setze ich mir jetzt knapp hier unter die, unter dieses Dreieck hier. Dann mache ich mir die Folie da ab. Und dann habe ich jetzt noch das Geschenkband aus der Celebration. Da müsst ihr mal schauen, was ihr da habt. Und das lege ich mir jetzt hier einmal mittig auf den Klebestreifen. Dann ziehe ich mir das hier hinten rum. Zieht da jetzt nicht zu fest und nicht zu wenig. Also das soll schon schön fest sein, nur nicht zu doll. Dann könnte es sein, dass euch die Karte so einknickt. Das wäre ja schade drum. So, das schneiden wir dann ab. Also ich habe die Rolle hier liegen, ich habe das von der Rolle nicht abgeschnitten. Und darauf setzen wir uns dann jetzt noch unser Schild. Da nehme ich jetzt Dimensionals. Setze ich mir noch einen drunter. Und jetzt setze ich das Schild etwas über diese Kante, da setze ich das jetzt etwas drüber her. Und schön mittig. Das war nicht so ganz mittig. Ah, jetzt ist es fest. Gut. Dann sind wir heute mal nicht ganz mittig. Auch nicht so schlimm. So, dann kann das Tag da rein. Das klebt ihr natürlich zu, wenn ihr die Karte da drin habt. Und fertig ist es. Machen wir noch Glitzersteinchen drauf? Nee, ich finde, das reicht so schon. Hier ist nochmal mein Muster. Da haben wir von hinten den Briefumschlag auch dran. Ja, und das war mein Projekt für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr schaut. Falls ihr Fragen habt oder die Produkte von Stampin' Up! Bestellen möchtet, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!